Ich habe gesehen, was da draußen passiert ist. Das hoffe ich doch. Sonst hätte ich eine wirklich gute Ansprache vergeudet. Das meine ich nicht. Und das wissen Sie auch. Es bereitet Ihnen Schmerzen, die Relikte ohne Sam zu benutzen. Gewaltige Schmerzen. Das weiß ich, glauben Sie mir. Aber es hat alle inspiriert. Wir haben eine echte Chance. Es geht um alles oder nichts. Also gut. Abgemacht. Es mag schon sein, dass Sie eine Flotte aufstellen können und einen Haufen Entdecker dazu bringen, sich einen Tag lang wie Soldaten zu verhalten. Aber eines weiß ich. Wir würden es nicht verkraften, noch einen Pathfinder begraben zu müssen. Ich hoffe, dazu wird es nicht kommen. Ryder? Viel Glück. Das wünsche ich uns allen. Sie ist wunderschön, nicht wahr? Diese Waffe, sie hat Leben erschaffen. Und doch sehe nur ich ihr wahres Potenzial. Und kann es sogar nutzen. Durch dich. Ich sah dich von meinem Schiff aus, im Gedächtnis des Pathfinders. Du hast ein Implantat und die Verbindung. Diese Verbindung bringt mir Viridian. Dann wird sich Helios beugen oder brennen. Vergessen Sie's. Mein Bruder wird Sie aufhalten. Das werden wir bald wissen, denn dein Pathfinder ist bereits hier. Trotz weiterhin seinen Einschränkungen. Beeindruckend. Geht's dir gut? Er spinnt. Wenn wir uns nicht beugen, wird er mit Meridian alle töten. Deshalb wollte er mich und Sam... Du sagst das, als müsste ich mich schuldig fühlen. Der Aufstieg ist ein Geschenk. Wer das nicht erkennt, verdient den Tod. Du beherrschst die Relikte noch, aber es begann mit Sam und dem Implantat. Ich habe beides. Ich brauche dich nicht mehr, Pathfinder. Aber da du dich weiter einmischen willst, werde ich mich mit dir befassen. Wir schaffen das schon. Sie kommen von allen Seiten. Wir brauchen Deckung. Bleibt beim Relikt. Gütige Mutter, das ist, als müsste man Eier ausweichen. Wir stecken in der Klemme, Ryder. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Geißel oder die Cat? Die Geißel und die Cat. Kello, wie nah können Sie an der Geißel vorbeifliegen? Zu nah? Warum? Mir ist klar geworden, dass die Relikte unsere Chance auf einen Sieg anziehen. Egal. Bringen Sie uns einfach nah ran und vertrauen Sie mir. Wir nutzen die Geißel zu unserem Vorteil. Das war's. Die Sache ist gelaufen. Nun denn, du lässt mir keine Wahl. Im Gegensatz zu dir und dem Pathfinder brauche ich keinen Tat. Ich habe deines. Du hast es deutlich schwerer gemacht, Pathfinder. Aber nicht mir. Thank you.
Zoe. Was ist das? Ein Wunder? Sorry, Gravitationsumkehr. Ich kann die Hyperion nicht sehen. Bestimme den Kurs anhand der letzten Position. Sie ist nicht für Landungen gebaut. Wir schaffen das. Auch wenn's hart wird. Wo auch immer der Archon untertaucht, dort ist unser Ziel. Abwurf in 5, 4, 3. Different to roll for. Heilige. Pathfinder, ich habe eine kleine Ablenkung für dich vorbereitet. Pathfinder, Ihre Navigationssysteme sind ausgefallen. Deshalb haben wir sie verloren. Wie es aussieht, fliegt sie nur noch mit Steuertriebwerken. Der Archon setzt darauf, dass wir ihn nicht verfolgen, solange die Arche in Gefahr ist. Wir werden die Hyperion beschützen. Kandros, wen haben Sie bei sich? Die Einladung galt doch für alle, oder? Außer natürlich, Sie wollen keine Hilfe von Kadera. Wir halten die Kette auf. Schnappen Sie sich Meridian. Okay, suchen wir den Archon. Meridian fähig ist. Er wird versuchen, es unter seine Kontrolle zu bringen. Konzentrieren Sie sich einfach aufs Fliegen. Ich werde Sie schon finden. Weiter, na los! Das ist nicht die Hyperion. Die Cat postieren Truppen, um den Archon zu beschützen. Mischen Sie sich unter sie. Eine gefährliche Taktik, Kandros. Er hat recht. Wenn sie zwischen ihren Bodentruppen sind, kann das große Schiff nicht auf sie feuern. Ich schätze, wir haben wohl keine Wahl. Sie kommen in einen Trümmerregen. Sie sollten besser den Kopf einziehen. Ich orte vor Ihnen einige Bauwerke, Pathfinder, und gewaltige Energiesignaturen. Ich bin zwar kein Sam, aber das muss irgendeine Art Steuerung sein. Dann gehen wir eben zu Fuß. Wir werden dem Archon Meridian nicht überlassen. Der Archon muss schon drin sein. Er wird Sarah benutzen, um Meridian zu einer Waffe zu machen. Das dürfen wir nicht zulassen. Spaß.
Landungsschiff. Achtung! Unsere eigene Verstärkung ist vor Ort, Pathfinder. Der Widerstand unterstützt sie. Kedera ist auch hier. Vergessen Sie das nicht. Uns nicht aufhalten. Ich glaube, es dreht ab. Alles oder nichts. Wir halten hier die Stellung, Pathfinder, und kommen nach, sobald die Oberfläche gesichert ist. Keine Ahnung, wie viele Cat reingekommen sind. Da drinnen statt, Pathfinder. Wir beschützen die Hyperion. Schnappen Sie sich den Archon. Verstanden, Pathfinder. Archon und gehen rein. Ich übermittle den Plan an alle nach Ihnen. Wow, Energiespitze! Der Archon macht irgendwas da drin. In Bereitschaft. Sarah braucht vielleicht medizinische Hilfe. Und so schicken Lampen. Suboptimal, aber die Einsatzteams zeigen vollen Einsatz. Wir halten zusammen. Ist das zu fassen? Ja, nur bringt es uns nichts, falls der Archon die Kontrolle übernimmt und Welten vernichtet. Daran habe ich die ganze Zeit gedacht. Achtung! Können wir sie aufhalten? Der Widerstand unterstützt sie. Wir sind zu wenige, Pathfinder. Wir riskieren nur, Ablenkung zu sein, aber keine Hilfe. Verstanden. Landungsschiffe im Anflug. Wir auch. Können wir Unterstützung leisten? Zählen Sie selbst. Wir sind nicht in der Position, um uns mit Landungsschiffen anzulegen, Pathfinder. Wir machen das schon. Passen Sie auf sich auf. Wir müssen uns aber neu formieren.
Machen Sie weiter, Pathfinder. Wir stärken Ihnen den Rücken. Sie setzen ab. Alle verfügbaren Kräfte ein, Pathfinder. Das stimmt nicht ganz. Sparen Sie sich Ihre Pedanterie für die Siegesfeier. Ihre Befehle sind klar. Die Initiative Spezies muss aufgehalten werden. Und Sie haben daran auch verstanden. Aber wir brauchen neue Truppen. Befolgen Sie Ihre Befehle für den Ruhm der Kette. Sturzangriff! Diese Ketten sind gut befestigt. Sagen Sie, Drake, wir sind bei der Verteidigung unserer Zukunft gefallen. Und wir sahen dabei genauso ab. Diese Säulen scheinen nicht tragend zu sein. Ist das alles Meridian? Wir dachten, die Geißel würde andere Planeten verbergen. Aber wie viele davon haben wohl eine Verbindung mit diesem Ort? Pathfinder, massive Systemausfälle auf der Hyperion. Verdammt. Dann können wir irgendetwas tun. Ja, gehen Sie aus dem Weg. Wir stürzen ab. Hier spricht der Captain. Alle in die Kryo. Los! Ich leite sämtliche Energie in die Dämpfer der Krankenstation. Das ist unsere einzige Chance. Ich kann die Cat abwehren, Captain. Haben Sie Reserven für die Brückenschilde? Die Schläfer haben Priorität. Festhalten! Es war mir eine Ehre mit... Captain Dunn! Die Kryo
Kommandokapseln sind intakt. Aber es gibt kein Signal von der Brücke. Hören alle zu? Diese Landung bedeutet, dass die Menschheit langfristig hier bleibt. Falls das jemand anders sieht, kann er sich mit dem Captain unterhalten. Ich sehe das genauso, Ryder. Sie haben unsere Unterstützung. Pathfinder, Ihnen gebührt die Ehre, diese Nachricht dem Archon zu überbringen. Die ersten Kettner der Hyperion. Sie müssen bezahlen. Kontrolle behalten. Keine Fehler. Donnern Sie diesen ältesten Schrecken mit Generator. Sammlung und Aufstieg sind alles sehr viel einfacher. Aber Liebe, Sie werden auch eine beschränkte Schmerz erhalten. Der Archon verlassen uns in den Schlaf. Machen uns jetzt an die Sicherung der Systeme der Archon. Wir legen los und halten die Kerne stabil. Wir behandeln die Verwundeten und bergen die Opfer auf der Brücke. Bleiben hier. Nächster Halt, der Archon. Wie tief können wir vorstoßen, bevor wir wieder im Weltraum sind? Wir werden's rausfinden. Los! Sichert die adaptive Matrix! Der Archon? Weiß er, dass das übertragen wird? Er ist in Sarahs Kopf. Wir sind verbunden. Ein Relikt, aber es greift nicht an. Was soll das? Es zeigt uns den Weg, um uns zu führen? Das kann nicht der Archon sein. Haben das alle gesehen? Türen, die sich schließen. Zwingt der Archon uns dazu, diesen Weg zu nehmen? Wer sollte es sonst sein? Noch mehr Türen. Vielleicht hat Sarah einen Weg gefunden, uns zu helfen. Ryder, die Benutzung von Relikten fügt Ihnen Schmerzen zu. Bereite die erneute kortikale Analyse vor. Raus aus meinem Kopf! Du bist ohne Bedeutung. Ich werde deine Verbindung benutzen. Verdammt! Das ist beunruhigend. Wir können jetzt nicht aufhören. Nicht nach dann. Wir haben keine Wahl. Gehen wir. Alles an.
Überwältigend. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es in Andromeda so viele Wunder gibt. Es fühlt sich irgendwie vertraut an. Ist das richtig? Es macht mich nervös. Wir können nicht zulassen, dass der Archon das bekommt. Touchdown. Und vor uns? Das Kontrollzentrum von Meridian? Hat auch lange genug gedauert. 600 Jahre. Bereit, Pathfinder? Es ist ein Tor zu allem, was wir wollten. Ich war noch nie so bereit. Ja, ich kann es spüren. Langsam lästig, Pathfinder. Hey, Scott. Da bist du ja. Wie fühlst du dich, Sarah? Geht schon. Aber dein Job ist echt schmerzhaft. Es war tapfer, aber sinnlos. Deine Verbindung nützt mir. Es funktioniert so. Der Verstand wird auf die Denkweise der Reliktschöpfer eingestimmt. Was schmerzhaft ist. Aber diese Bürde überlasse ich ihr. Meridian behalte ich trotzdem. Ich werde übertreffen, was du zu sein vorgibst. Dafür wird ihnen keine Zeit mehr bleiben. Sie übertreffen niemanden, Archon. Ihr lernt durch Zufälle. Ich bin der genetische Erbe. Tausender Spezies. Zeigt keine Gnade. Tötet sie!